So sieht übrigens aus heute. Ich habe euch das, glaube ich, gar nicht gezeigt. Ne? Nee, weil mein Handy war heute Morgen, ja. Da war der Akku ja, den konnte ich nicht zeigen. Also so im Sonnenlicht ist schon rot. Ne? Aber das ist okay auf jeden Fall. So ein ganz helles ist nicht schlimm. Aber wenn das so richtig pur rot ist, ne? Nee, also so orange, so richtig doll, das ist nicht schlimm. So ist in Ordnung. Das geht. So. Genau, ich gehe einkaufen, weil wir haben für den Lütten keine Gläschen mehr. Ich hatte ja für 12 Monate gekauft, aus Versehen, für 8 hatte ich euch ja erzählt. Und da hat meine Tochter gesehen, es hätte der Kleine gegessen. Da sind aber, da ist zu viel Salz drin. Da hätte ich jetzt auch gar nicht drauf, also es wäre mir gar nicht eingefallen. Sie sagte, dass der Salzgehalt zu hoch ist für den Kleinen in diesem Gläschen. Sie hat das mit dem anderen verglichen. Da ist nur halb so viel drin. Und deswegen wollte sie ihm das nicht füttern. Mein Gott, das riecht nach Essen hier. So typisch deutscher Eintopf, so riecht's. Genau, so nach Hühnereintopf oder so. Aber mein Edeka hat jetzt hier zu. Und deswegen laufe ich nochmal schnell und hole dem jungen Mann sein Gläschen. Der hat nämlich Hunger, wollte gerade essen. Dann merkt sie, dass sie gar keinen hat. Sie hat gestern eigentlich eingekauft für den Kleinen, aber anscheinend diese Mittagsgläschen vergessen. Deswegen hole ich die eben. Miley ist auch noch nicht draußen gewesen, weil ich eben bin den ganzen Tag am Arbeiten und mit Diskutieren und mit Mann beschäftigen und Family, und irgendwie ist es Wumms 4 Uhr geworden. Bin jetzt gerade fertig und habe die Vlog-Teile hochgeladen. Da kommt ja auch immer jetzt noch ein Video mehr dazu abends, weil ich immer so ein Abschlussvideo vom Tag noch mitdrehe. Und das macht natürlich auch wieder Arbeit. Aber ich finde das trotzdem schön, so ein bisschen nochmal drüber zu sprechen, wie das so war, der Tag, wie er mir gefallen hat. Und ja, deswegen mache ich das. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Edeka noch hier auf hat. Wenn nicht, muss ich nämlich, dann muss ich noch zu Penny. Das ist noch ein ganzes Stück hoch. Dann muss der junge Mann noch ein bisschen warten. Oder sie gibt ihm erstmal Milch. Sie hat noch genug. So. Wetter ist sehr windig, aber weiterhin auch sehr warm. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Ich muss immer gucken, ne, dass hier nichts zu sehen ist, was ich wieder verpixeln muss. Ich hasse verpixeln. Hört überhaupt was? Also im Licht ist noch an, im Markt hier. Im Wald. Hier ein bisschen spazieren. Obwohl mein Mann gestern sagte, dass das hier so einsam ist. Er weiß das natürlich auch, dass ich hier nicht mehr reingehen soll. Ja, ich gehe nicht weit, ich gehe da nur so ein Stück. Weil hier ist wirklich kein Mensch. Ne? Also wir waren ja gestern hier, wir drei, und ja, das war schon gegen Abend, ich glaube 19:30 oder so. Ist schon einsam hier, kann man nicht anders sagen. Ja, ich denke, ich suche mir noch mal hier irgendwo einen Drehplatz, weil ich noch ein Video drehen wollte. Ich habe eben zu Hause noch eins gedreht, das muss ich unbedingt gleich, wenn ich da bin, hochladen, damit das heute in meiner Finanzakademie Stellung finden kann. Ja, und dann werde ich Essen kochen. Ich hatte ja gestern vor, einen russischen Zupfkuchen zu machen, habe ich ja nicht auf die Reihe gekriegt, und vorgestern hatte ich das ja auch schon, glaube ich, im Plan. Und jetzt war ich aber eben bei Edeka und habe Quark geholt. Den brauche ich nämlich dafür. Und ich bin ja wieder so blind, ne? Ich habe extra eine Brille mitgenommen, war aber zu faul, die aufzusetzen im Laden. Und den habe ich geguckt und gesucht und habe wieder nur für 12 Monate oder für 5 Monate gefunden. Ich sollte aber Brei für 8 Monate kaufen. Meinte, ich finde das also von hip, ne? Und dann habe ich in Gedanken, dass das für 5 Monate sei, mitgenommen. Nur mal so, weil ich das ja für 8 Monate nicht gefunden habe oder nicht gesehen habe, muss man sagen. Und dann habe ich das für 5 Monate mitgenommen. Und dann komme ich zu Hause an und sage, ja Mensch, tut mir leid, ich habe das nicht gefunden für 8 Monate. Und dann hole ich raus, da gab es nur das. Und aha, das war für 8 Monate statt für 5 Monate. Also ich bin echt blind. Ne? Also kann man echt nicht anders sagen. Außerdem seid ihr schon wieder so verschleiert. Warum denn? Ist doch eigentlich ganz gut da bei euch alles. Nee, jetzt ist besser. Ne? Ja, ich will aber nicht so weit gehen, weil
ich erstmal ja Verbot erteilt bekommen habe. Ich soll da hinten nicht mehr hin. Dann halten wir uns natürlich dran. Bin jetzt hier nur so am Eingang und gehe jetzt wieder zurück. Werde dann den Zupfkuchen backen, nachdem ich das Finanzvideo bearbeitet habe und hochgeladen habe, damit das heute Abend auch rechtzeitig bei euch zu sehen ist auf der Finanzakademie. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich heute Hunger auf Nudeln habe. Ich weiß ja auch nicht. Nur mein Mann wird das nicht so essen. Vielleicht mache ich so ein Zwischending, dass ich Fleisch brate mit Zwiebeln und Paprika und Tomaten und dann als Beilage Nudeln mit reinschummeln. Das kann nicht so schlimm sein. Also, ne? Mal gucken. Ja, da bin ich gerade am Struggle. Ich hätte auch Hunger auf einen Nudelsalat. Dafür habe ich nicht genug Mayonnaise. Also die hätten wir dann eben mitnehmen können. Ne? Aber vielleicht reicht das noch. So eine halbe Packung habe ich noch. Könnte hinkommen. Saure Gurken, hatte ich die eigentlich gekauft? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die hatte ich mitgenommen. Oder war das doch bei Apple? Ich weiß es nicht. Naja, mal gucken, weil die brauche ich ja dafür. Ich glaube, ich habe noch welche im Kühlschrank. Und wenn ja, dann könnte ich einen schönen Nudelsalat machen. Oh ja, da hätte ich richtig Hunger drauf. Mal gucken. Auch gehen würde Kartoffelsalat. Das würde auch gehen, denn Nudelsalat haben wir, glaube ich, letzte Woche gehabt. Kartoffelsalat. Dafür muss ich Kartoffeln kochen. Kartoffeln habe ich. Jo, einen leckeren Kartoffelsalat machen wir. Okay. So, das riecht hier immer noch alles nach Malone, ne? Naja, ich werde jetzt unseren Kuchen backen, damit mein Mann und meine Tochter noch mal so einen richtig leckeren Zupfkuchen essen können. Den würde ich jetzt einmal für mich hier alles vorbereiten und dann backe ich den mal eben. Und ihr könnt ja vielleicht, wo sollt ihr bleiben hier? Wollt ihr hier stehen? Jetzt könnt ihr mir ein bisschen zugucken hier. Kann man vielleicht was sehen. Ich brauche als erstes, was ich ein bisschen aufräume. Ich bewahre jetzt die ganzen Gläschen hier immer auf, damit, da kann man nämlich toll immer was reinfüllen, weil die so schön klein sind und wir haben ja nicht so oft Babys. Deswegen wasche ich die immer aus und lagere mir die überall. Ich finde das nachher auch zum, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, mal irgendjemandem irgendwas mitbringen will oder so, auch für Schminksachen finde ich das ganz schön. Also ich bewahre die jetzt mal alle auf, wasche die immer einmal durch. Und genau, das ist jetzt das für 8 Monate, was er bekommen sollte und wo meine Tochter sagte, dass, nee, für 12 Monate, dass das zu salzig sei. Deswegen, das wird wahrscheinlich keiner essen, oder sie isst selber. Also ich esse kein Babybrei und schon gar nicht mit Ritt und all so ein Kram. Ich hatte auch diese Dinger gekauft, wollte ich machen, Popcorn, habe ich auch vergessen, muss ich auch nochmal hinbekommen. Genau. Und dann sagten wir ja, wir wollen einen Kartoffelsalat machen. Dafür muss ich Kartoffeln kochen. Das werde ich mal eben hier machen. Dafür brauche ich meinen Topf, den ich wie folgt einmal suche. Ihr seht mich nicht. So, jetzt habe ich meinen großen Topf hier rausgeholt und werde mal Kartoffeln kochen für den Salat. Mayonnaise. Wo ist schon Mayonnaise? Ich hoffe, ich habe überhaupt noch welche. Haben wir die verbraucht letztes Mal? Kann eigentlich nicht sein. Kann nicht sein. Komisch. Wenn wir keine Mayonnaise haben, dann kann ich keinen Salat machen. Das wäre ärgerlich. Gurken habe ich noch, aber keine Mayonnaise. Ich bin sicher, wir haben noch welche. Sehr komisch. Ne? Ja, das ist es doch. Genau, das habe ich noch. Hole ich mal die Kartoffeln raus. Aber ich habe keine Kartoffeln mehr. Das reicht nicht. Da auch nicht. Da sind nur noch Zwiebeln drin. Nee. Na gut, dann machen wir Nudelsalat wieder. Ist auch egal. Egal, mache ich Nudelsalat. Für irgendeinen Salat essen jetzt. So. Dann brauche ich aber nicht so einen großen Topf, nehme ich den. Und dann machen wir aber erstmal den Zupfkuchen, weil das geht schnell mit dem Salat hier. So. Das sind die Gläschen. Die stelle ich mal alle hier rein.
Kakao brauche ich. Ist da noch genug drin, sag mal? Ja. Kakao. Das kann dazu. Das kann so. Das auch. Das ist auch alle. Quark. Und Butter natürlich. Butter und das, das und meine Schüssel. Schüssel und ich habe hier nämlich alles mit Apfelessig vollgestellt, damit ich hier keine Tiere bekomme, tue ich hier mal wieder jetzt in diese Schüssel. Und ich brauche den Messbecher. So. Mehl, Zucker und ein Ei. Mehl, Zucker. Ich könnte das Mehl mal mit ein bisschen Speisestärke ersetzen, weil die muss mal weg, die steht da schon ewig. Die mache ich mal mit. Nein, dann habe ich auch noch ein bisschen Mehl. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und ein Ei, glaube ich, brauche ich. Eier hätte ich auch mal kaufen können, aber es reicht noch bis Montag, glaube ich. So. Das war's. Und dann können wir loslegen mit dem Kuchen. So, dann werde ich das mal abtrocknen. Und habe ich hier kein Handtuch mehr, Mensch? Nicht mehr viel, ich muss unbedingt Wäsche waschen gleich. Also ich trockne das jetzt einmal ab und messe das ab. Beziehungsweise werde auf jeden Fall die Speisestärke mit benutzen, weil die schon ewig da steht. Die will ich weghaben. Dann das Mehl, das restliche. So. Und dann muss ich auffüllen. Wo ist denn jetzt hier der Mehl? Das Rezept steht in meiner Playlist für den Kuchen und den liste ich jetzt unten nicht mehr auf. Mehl, 350 unglaublich war das. So. Und Zucker. Ich habe hier auch eine Liste, aber 180 Zucker, meine ich, war das. Die hatte ich mir mal aufgeschrieben, so nach im Kopf so. Aber ob das so jetzt ganz genau stimmt, weiß ich nicht. Guckt in meiner Playlist, da ist es auf jeden Fall genauer. So. Zucker. Vanillezucker. Backpulver nicht mehr, ne? Oh, Backpulver muss ich über die kaufen, aber ich brauche nicht so viel. Also ein Vanillezucker, Backpulver hatte ich hier, glaube ich, noch. Aber da muss ich unbedingt kaufen, sonst beim nächsten Kuchen wird das nichts. Brauchen wir so ein bisschen. Das reicht. Und ein Ei. So, ein Ei. Jetzt können wir schon mal ganz viel Müll wieder hier weg tun. Das ist doch schon mal gut. Das auch. Und was noch? Mehl, Kakaopulver. Das mache ich auch nach Schnutsch. Einfach rein. Egal. Ist nicht so schlimm. Also Kakaopulver, Backpulver, Zucker, Vanille, jetzt kein Ei. Und weiche Butter, Margarine muss also auch noch rein. Das heißt, ich brauche einen Teller, nicht eine, knapp eine Packung, also nicht ganz ein Paket Butter. Richtig viel Butter ist da immer drin, ne? Das macht richtig fett. Aber für mich ist das, ist nur für meinen Mann, nicht für mich. Ja, ja. So. Dann einmal kneten und ich brauche jetzt auch noch mal mein Backding. Da. Butter darf nicht zu weich werden.
aber auch nicht zu hart Backpapier. Ich mache da immer Backpapier zwischen, weil das so fettig ist und das ganze Fett mir immer rausläuft, wenn ich das nicht mache. Dann macht sie immer, ich wollte Backofenreiniger kaufen. Ne, habe ich schon wieder vergessen. Egal. Der Backofen immer ist fettig. Ich kann mir nichts ändern. Das ist jetzt fertig, darf nicht zu weich sein, sollte aber schon so, ne, dass man sie gut kneten kann. Und das ist das. Brauche ich gleich nochmal für die Streusel. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal den Rand hier einbuttern. Und jetzt den ganzen Teig einfach verkneten. Ne? Einfach alles durchmatschen. Immer muss ich den Teig runterschmeißen. Also normalerweise muss der dann auch in den Kühlschrank erstmal, aber das mache ich ja immer nicht. Das kennt ihr ja schon von mir. Das dauert mir zu lange. Das knete ich direkt gleich als Boden sozusagen auf den Teig drauf. Wollt ihr hier unten stehen, dann könnt ihr besser gucken. Ne? Ich glaube, das ist schlauer, aber meine Hände sind jetzt dreckig. Das heißt, funktioniert nicht. Müsst ihr da stehen bleiben. So, ich fürchte, das ist ein bisschen zu viel Butter geworden. Aber ich mache das ja, ich messe das mit ab. Deswegen kann das immer ein bisschen zu viel werden, aber ich glaube, das kriege ich hin. Jetzt mache ich ein bisschen Mehl, das ist auch nicht so schlimm. Seid ihr noch da? Ja. Nee, klappt. Okay. Klappt, klappt. Ich muss immer ein bisschen quatschen, weil der Fernseher läuft schon wieder, damit ihr da nicht hört, was da gesprochen wird. So. Genau. Habe ich noch hingekriegt, seht ihr? Alles gut. Und den tue ich dann da rein in die Form und quetsche das da einfach rein. Kann man sehen, ne? So ein bisschen wenigstens. So. Oder nicht? Also ich mache das einfach, dass ich das so verteile dann. Kann ich auch quer machen. Aber normalerweise muss man den Teig halt abkühlen lassen und dann ausrollen, ne? Wie man das normalerweise macht. Ist mir aber alles viel zu langwierig. Deswegen mache ich das so ganz einfach. Geht aber nicht so mit einer Hand. Also ich drücke den Teig quasi so am Rand lang und versuche ihn dann gleichmäßig gleich mit meiner Hand, mit meinen Handballen zu formen. Ne, so quasi immer an den Rand lang. Möglichst immer gleich, auch hier am Rand sollte es nicht, sollte schon also gleichmäßig sein, ansonsten habt ihr so einen dicken Rand. Das schmeckt auch immer nicht so gut, finde ich. Also vielleicht lieber nochmal so mit den Fingern nochmal ran. So, ne, reindrücken, dass man quasi so noch mal rein, dass der Rand nicht zu dick ist. Schmeckt nicht, finde ich. So. Und dann ist es eine gleichmäßige Geschichte. So, dann mache ich das ja hier auch noch immer gleichmäßig, dass ich da noch mal so ungefähr so hoch, wie ich den Teig haben will, eine glatte Ebene herstelle. Und dann war's das. Muss man nicht warten, eine Stunde im Kühlschrank. Ich dachte gerade, ihr seid weg. So sieht es dann aus. Und dann mache ich jetzt die Füllung dazu. Einmal Hände waschen. So.
es gibt halt immer so unsere Stammkuchen. Ne? Klar, man kann auch ganz viele andere Kuchen machen. Ich habe auch ganz viele früher für die Bäckerei gebacken, aber das sind halt die, die sich so herauskristallisiert haben, die wir gerne essen und die immer weggehen. Apfelkuchen, Zupfkuchen und Kokosnusskuchen oder diesen Fruchtkuchen mit Erdbeeren drauf, den hätte ich jetzt auch machen können, weil man liebt den. Habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht und ja, das mache ich dann nächstes Mal. Ich habe auch keine Erdbeeren mehr. Ich weiß gar nicht, ob Erdbeerzeit ist überhaupt. Das kann man aber auch gut mit Tiefkühlfrüchten machen. Hatte ich ja schon mehrfach gemacht. Das liebt mein Mann auch. Das werde ich dann nächstes Mal machen. Aber erstmal müssen wir den ja aufessen, ne? Der muss ja gegessen werden, wenn wir ihn backen, müssen wir den aufessen. So, ich nehme den gleichen Topf und es geht an die Füllung. Dafür brauche ich jetzt wieder ein Paket Butter. Noch eins. Ja, wir müssen ganz viel Butter reinmachen. Also, Butter. Ein ganzes Paket, Leute. Das ist Wahnsinn, was da an Fett drin ist. Fast zwei Pakete, ne? Kein Wunder, dass ich so fett werde. Mann. So, und die muss auch jetzt wieder so weich werden, dass ich sie gleich gut mit den anderen Zutaten vermischen kann. Ich brauche weiterhin ein Paket Quark. Meine Hand ist fettig. Aufpassen, die ist in der Mikrowelle. Das seht ihr gar nicht, ne? Ich dachte, ihr seht das alles. Ist in der Mikrowelle, die Butter. So. Und dann hole ich die mal raus, weil so sollte sie wieder sein, ne? Quasi, dass man sie eindrücken kann und dass ich sie gleich gut mit dem Mixer schlagen kann, denn den brauche ich gleich. Das ist aber jetzt fertig hier. Und dann Hände waschen einmal. Ich brauche dann wieder Vanillezucker und ich brauche ein Paket Puddingpulver, das ich hoffentlich habe. Bitte, bitte, bitte. Dessert, Soße. Oh, eins noch muss ich unbedingt kaufen. Also ich brauche ein normales Sahnegeschmack zum Kochen. Pudding-Sahnegeschmack? Nee, ich brauche Pudding-Vanillegeschmack. Den brauchen wir, den Pudding-Vanille-Geschmack und nicht Sahne-Geschmack. Hat bestimmt meine Schwiegertochter gekauft, die liebt nämlich Pudding. So, also, wie viele Pakete haben wir? Fünf. Eins brauche ich noch und das kommt damit rein. Und Zucker natürlich auch wieder richtig viel. 180 Zucker habe ich drauf hier, vielleicht ich mache ein bisschen mehr. Was ist denn das Zuckerdings hier? Ich immer nicht lesen, ne? Das ist so eins, wo das alles so drauf steht. Hier steht Zucker, hier steht die Literanzahl, hier steht Mehl, Rosinen und noch was. Zucker. So. Guck mal, also ungefähr so viel Zucker. Oder? Ein bisschen noch. Kommt auch rein. Und jetzt muss das alles mit dem Schneebesen geschlagen werden, mit dem Mixergerät. So. Meine aufgeräumte Schublade. Ich habe übrigens hier auch dieses für die dieses Grease, also dieses Fett für meine Kaffeemaschine wieder gefunden. Da ist tatsächlich noch was drin, ne? Könnt ihr mal sehen. Also kann ich das wieder fetten. So, jetzt schlage ich das einmal kurz und dann ne, einmal schlagen. Alles da drin jetzt, Leute, lass mich noch mal kontrollieren. Butter, Quark, Zucker, Vanille, drei Eier müssen da rein. Ich Idiot, ich wollte gerade sagen, das sieht so, da fehlt irgendwas. Drei Eier müssen rein. Das ist aber doof, dann habe ich nämlich nur noch eins. Ich habe bis morgen nur ein Ei. Egal. Ich wusste doch, da fehlt was. Also, eins, zwei, drei.
Und nochmal schlagen. Jetzt da rein in diese ganze Geschichte. Oh. Wisst ihr, was ich vergessen habe jetzt? Oben diese Streusel. Ich hätte Teig abnehmen müssen. Tja, jetzt muss das alles nochmal zurück. Ich hätte mir so einen Klumpen Teig mit aufbewahren müssen, weil das muss ja oben auf den Zupfkuchen. Ich Idiot. Tja, was man nicht im Topf hat, das macht man sich dann zur Arbeit, ne? Hier, weil ich mit euch quatsche, ne? Deswegen. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt hole ich hier quasi noch mal so ein bisschen raus. Ich habe ja zum Glück Backpapier, das ist nicht so schlimm. Also das brauche ich nämlich gleich, weil ich das über da drüber machen muss. So. Und dann noch mal alles zurechtformen. Ist das Ganze natürlich ein bisschen matschiger, aber ist egal. Nicht schlimm. Kriegen wir hin. Zeige ich euch gleich. Moment. Zusätzliche Arbeit. So, mal gucken, ob das noch nachher gut aussieht. Das könnte natürlich ein bisschen matschig werden gleich, aber ich glaube, ich habe es hinbekommen. So. Okay. Jetzt haben wir einen ordentlichen Matschpatsch gemacht. Ja, jetzt muss das da noch mal rein und dann gucken wir mal, ob das Ganze gleich geklappt hat. So, ich glaube, das ist kein Problem. Oh Leute, ihr kennt mich ja, ne? Da habe ich ja kein Problem mit. Normalerweise würde man das jetzt alles rausschneiden, aber ja, ich nicht. Bei mir kriegt ihr die volle Wahrheit zu sehen. So, ich denke auch, das klappt. Ich habe das schon mal so vergessen und dann hat das auch funktioniert. Also ich mache das jetzt alles da so drüber. Seht ihr, den Rand habe ich sowieso zu hoch gemacht. Das heißt, den werde ich jetzt mal runterdrücken wieder. Dann gewinne ich auch an Teig wieder ein bisschen. Es wird vielleicht nicht so hübsch aussehen gleich, aber ja, das ist nicht schlimm. So, nochmal glatt machen hier. So, und jetzt muss der nämlich da drüber. Seht ihr, das habe ich ja eben total vergessen. Das ist ja der Clou an dem Zupfkuchen. Deswegen heißt er ja Zupfkuchen. Wenn das nicht wäre, würde mein Mann das vielleicht gar nicht so gut finden. Dann würde er sagen, das sieht ja komisch aus. Was hast du da denn gemacht? Ist das kein Zupfkuchen? Da fehlt doch was. Das wollen wir uns ja nicht anhören. Deswegen machen wir das doch mal. Der hat heute Morgen ja hier alles auseinanderbauen müssen. Da kriegt er doch jetzt einen schönen Zupfkuchen von mir. Hat er sich verdient. Der ist auf dem Dorf, der arbeitet am Lager. Da haben wir was zu tun. Und da muss er nämlich eine Treppe bauen. Und das macht er gerade. So, in seinem Hintergrund spielte Musik. Ich werde sie übertönen mit meinem Gequatsche. Und habe jetzt hier gleich das Ganze vollendet. Und dann kommt das im Backofen. Und dann werde ich meine Sauerei hier, die ich veranstalte, aufräumen. So. Das war's. Hände waschen. Und dann geht es in den Backofen. Soll ich den ganzen Kram hier aufräumen, aber in der Zwischenzeit schon mal Nudeln aussetzen?
meinen Nudelsalat, damit der schon mal fertig schießt. So, und das einmal. Nee, das ist das Falsche. Das. So. Genau. Hier könnte ich gleich eigentlich schon mal Sahne braten. Da habe ich die nämlich auch schon mal fertig, aber ich mache es nicht. Kann ich auch mal her machen, ist jetzt zu laut, Baby schläft. Das kommt alles weg. Auch. So. Das ist gewaschen. Den Nudelsalat schon mal ansetzen. Thank you.
die ist aufgewacht. Lecker. Aber irgendwie nicht wahr, ne? Ich habe keine Nudeln mehr. Ich habe nur noch diese hier. Ich sag's euch. Bei mir ist der Boden drin. Bisher noch ein paar. Das ist aber nicht mehr ausreichend eigentlich. Na gut. Leute, Leute. Egal. Muss reichen. Beziehungsweise mache ich halt wenig. Ich schneide jetzt die Gurken einmal. Gurken reingeschnitten bisher. Jetzt mache ich noch die Fleischwurst rein. Die Nudeln sind auch gleich fertig. Irgendwie was an Erbsen und Wurzeln oder so habe ich gar nicht. Alles irgendwie alle hier. Ist aber nicht schlimm. Die brauche ich nicht unbedingt. Fleischwurst ist aber rein. Und erlecklich. Nudelsalate. So. Ja. Ist vielleicht ganz gut, dass ich nicht so viel mache. Miley ist natürlich hier auch am Start. Ich auch. Ja, dann mache ich nachher Reis dazu, würde ich sagen, und brate irgendwie Fleisch dazu für meinen Mann und wir essen halt Nudelsalat dazu. Er isst auch so Nudelsalat, aber nicht so als allein, ne? Da muss irgendwie immer das Fleisch dabei sein. Vielleicht grillt er ja nachher auch. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Idee, dass er, vorgestern schon grillen. Da haben wir aber gedacht, das ist zu spät. Kann er ja vielleicht heute noch machen. Mal schauen. So, Fleischwurst ist auch genug. Und dann sind die Nudeln gleich soweit und dann kann ich ihn auch anmachen. Bisschen von dem Wasser mache ich dazu und Mayonnaise hatte ich zum Glück noch. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt reinmachen soll, weil ich muss erstmal gucken, wie viel Nudeln das überhaupt sind. Da habe ich noch ein bisschen Joghurt von gestern, den werde ich komplett reinmachen. Ich mische ja immer mit Joghurt, damit das nicht so fettig wird alles. Und mein Joghurt auch, aber auch nicht so viel, wie gesagt, weil ich glaube, dass das reicht. Mal ein bisschen Zucker noch. Hier schon richtig toll. Dann kann man schon mal so ein bisschen ziehen hier die Masse und dann kommen die Nudeln gleich dazu. Die sind aber noch nicht fertig. Ja. Soweit, so gut. Nudeln kochen immer noch, sind noch nicht fertig. Und ich hatte Kaffeedurst. Ich würde mal sagen, es ist schon viel zu spät für Kaffee. Deswegen sollten wir das wahrscheinlich lieber lassen. Ich gucke mal auf die Uhr. Wenn es nach 5 ist, trinke ich nicht mehr, sonst kann ich nachts nicht schlafen. Ich müsste aber mindestens schon 5:30 sein. Nudelsalat ist vollbracht. Ich habe ihn angemacht mit den Nudeln und habe ihn auch schon in den Kühlschrank gestellt, weil es auf jeden Fall viel zu warm ist. Und auch der Kuchen macht alles gut. Eine Stunde muss er übrigens im Ofen bleiben.